Herzlich willkommen hier, zweite Folge in Thüringen. Wir haben jetzt Frühling, endlich, aber es ist noch alles voller Schnee. Das heißt, wir gehen unseren Tag heute mit den Tieren. Wir geben jetzt erstmal Wasser, alle drei, dann machen wir den Stall sauber. Dann werden wir füttern und Stroh geben und dann kümmern wir uns um Mist. Das heißt, das Förderband muss mal leer gemacht werden. Mittlerweile am Plus gerade, der Schnee schon ein bisschen angetaut. Feldarbeiten werden noch nicht gehen. Vermute ich mal ganz stark. Aber sobald wir das die Tiere versorgt haben, werden wir mal schauen, ob das entsprechend schon vorbereiten können. Das heißt, Düngen vorbereiten, Unkrautbekämpfung und ja, das waren die beiden Sachen, die wir machen wollen. Vor allem Düngen, ne? Das ist immer die erste, wenn wir es schon sehen. Wir können den Druck wieder sehen, ne? Das ist gut. Tach, Mu. So. Nase juckt. So, das läuft. Jetzt werden wir unser Arbeitsgerät holen und zum Putzen und dann werden wir gleich mal sehen, dass wir Futter reingefahren bekommen. Man sieht hier, der Schnee schon auch ein bisschen getaut. Ganz gut. BGH ist leer. Das ist nicht gut, aber das können wir eh nicht ändern. Wir können ja nicht so viel, das geht ja gar nicht. Solange wir hier auf 5 spielen, geht das alles richtig zügig weg. So, wir werden mal gucken, dass wir die Kühe kurz kriegen. Ich habe gerade Lenkung auf die aktiviert, das machen wir gleich nachher. Wir fahren das mal so zum Kühl, putzen da ein bisschen. Aber wir können trotzdem vorne hochheben. Dass wir da zumindest schneller hinkommen. Ja, Säge wird das nochmal links liegen ein bisschen, das wird ja immer langsam zu viel, ne? So, gleich mal geputzt. Das sind meine Kälber und weiblichen Kälber, männlichen Kälber. Wir haben noch genug Futter, wie es aussieht. Stroh haben sie auch noch ein bisschen. Und wir schauen dann gleich nach, wer und wo noch Futter braucht. Mist füllt sich hier langsam auf. Kann er wieder heben. Oh, die Bäume sind grün. Ha, wie schön. Ja. Und der Tatsache, dass wir jetzt 6 Tage Rhythmus haben, wir ein bisschen länger brauchen. Wir haben mehr Zeit. Wir haben keinen Stress. So. Aber wir können trotzdem mit 5 weiterspielen. Das ist. So ähnlich und bei Bedarf können wir halt bei 1 spielen. Ne? Mit dem Tag, wo ich den Speicher, das Safe-Datei ausgetauscht habe, von ja, für der Mist spawnt auf Hof 3, mit dem Tag habe ich jetzt Dreck im Stall. Ist, naja, nicht ideal. Macht Arbeit. Weil die machen mir viel Mist. Aber gut, das ist halt so, ne? So, abstellen. Wir wollen die Tiere füttern. Mal gucken. Na, die brauchen auf jeden Fall was. Na, wir wollen nicht schleichen. Wir wollen nicht schleichen. Wir wollen zügig weiterarbeiten. So. Müssen wir mal gucken,
ob das Mischfeuerfabrik noch Material braucht und Rohstoffe. Kartenupdate wird sich ein bisschen verzögern. Aufgrund der Tatsache, dass einige Dinge, die extern kommen, noch Updates brauchen. So. Das heißt, wir können. Ich wollte sowieso im Prinzip meine Ernte noch einfahren. Also, wir haben da eh Zeit. Weil es geht ja letztlich nur um Produktion und einige Änderungen, Verkaufsstellen. Weil die an anderen Punkte hingekommen. Aber das ist für mich erstmal nebensächlich. Oh, die Sonne kommt raus. Nebensächlich, weil. Ich meine, das wäre eine Abwechslung, wenn wir im Winter zum Beispiel Zement herstellen könnten, ne? Eine Variante. So viel wird es hier nicht geben, aber es ist halt eine Möglichkeit. Muss aber immer noch kalkiger werden, ne? Möchte aber hier mehr oder mehr Landwirtschaft betreiben, dass wir für die Marsch uns Getreide herstellen. Für Bier zum Beispiel, das können wir hier gut herstellen. Da gibt es einen globalen Markt nachher eine eigene Adresse. Muss ich mal rausfinden, wie funktioniert, wenn es soweit ist. Ne? Braucht man nicht so weit. Für ungelegte Eier muss ich noch einen Verkauf machen. Noch können wir da gut verkaufen. Und später können wir das entsprechend unsere Produkte Richtung Marsch verkaufen. Das heißt, sowohl aus Milch, wo die Käserei oder Molkerei, die da noch kommen könnte, für den Bäcker zum Beispiel, für die Mühle, nennt sich ja im Prinzip ja, Mehlfabrik, ne? Aber ist ja meinen Augen eine Mühle. Aber gut. Wenn man weiß, was es ist, kann man ja streiten. Ist vielleicht im Westen anders als im Osten gewesen. Und diesen Durst. So. Die Kühe sind verfressen, die sind ja sowas von hungrig. Du. Muss ich mal schauen, ob wir wieder Kälber gekriegt haben. Machen, ne? So, Aussaat, ne, haben wir noch nichts vor, da haben wir noch genug. Nun wäre eh zu kalt, ne? Aber wir haben alles in der Erde drin. So, gucken wir mal hoch. Ja, wir haben Keller gekriegt. Also, Futter haben die jetzt voll. Stroh kriegen sie auch noch, Wasser ist auch voll. Der nächsten Stall, oh, Futter mal alle. Also wird alle nach langer Zeit. Wasserpumpe, ja, Wasser ist da. Mischstation kriegen sie jetzt und da haben sie noch eine Mischstation und Stroh brauchen sie auch. Die hätten sogar Milch da, aber 12.000 Gülle und die haben 148. Gut, Futter haben sie hier alles. Also genug. Wir werden jetzt den Hof eigenen Stellen fahren. Man sieht genau die Spuren, die man gefahren sind, ne? Wo wir gerade ausgeschossen sind. So, die ersten brauchen nichts. Also wir haben noch genug. Ja, da haben wir es. Die werden nicht viel brauchen, aber das sind ja alles nur
kann man sagen, Jungtiere, ne? Also auch die, wenn sie heranwachsen, die brauchen wir viel. So, den Rest vom Bereich hier in unser Lager. Muss ich sehen, wie wir am besten hinkriegen, dass wir. Das können wir über den globalen Markt machen, das wäre gar nicht mehr so blöd. Wenn man da theoretisch das Futterprinzip zwischenlagern würde. Du kannst ja nicht zurückkaufen, ne? Ist ja kein Thema. Und dann haben wir nur Tiere versorgt. Oder von Thüringen halt das Futter hierher verkaufen. Quatsch, von dem Arsch. Aus dem Norden, ne? Sonnenblumen, ja, brauchen wir nicht, wir brauchen Stroh. Wir könnten ja theoretisch, sobald ich das Update runtergeladen habe, von der Produktion von dem Arsch, die Strohlager nehmen und hier entsprechend die Ballen einlagern und dann auch lose rausholen. Das geht jetzt auch ab Donnerstag letzte Woche. Sobald das notwendig ist, kann man es in Erwägung ziehen. Aber aktuell haben wir noch genug Stroh. Und ich weiß nicht genau, wann die neue Karte dann kommt. Aber es könnte sich ja ganz schnell realisieren, wenn das Update kommt. Ne? Das kann ja keiner genau beeinflussen, wann das kommt. Aber okay, das Update muss getestet werden. Die Karte wäre wohl Ende des Monats da gewesen. Also jetzt haben wir Datum, kann ich sehen, da. 20. Das hieße rund 10 Tage. Ne? Aber ihr wisst ja selber, wie lange ich brauche, um hier weiterzukommen. Ne? Und wenn ich jetzt hier anfangs recht lange schlafen könnte und werde, trotzdem muss die Arbeit dann ja gemacht werden und dann dauert es länger. Ne? Ich möchte die Ernte einfahren, sonst das ist mir mein oberstes Ziel. Und auf Feld 38 möchte ich noch am liebsten noch aussehen. Müssen wir ganz kurz gucken, von Seasons her, was möglich ist. Und zwar könnten wir noch Weizengerste aussehen. Also das wäre noch möglich, auch wenn die Temperatur bis ansteigt. Aber plus 2 Grad haben wir also schnell. Der Schnee muss so weg sein. Und dann könnten wir hier noch bis Ende, Anfang Herbst ernten. Die erste war schon früher und das andere zum Schluss. Hier geht Raps nicht mehr, eigentlich normal. Und alles andere ist nicht ganz so tragisch wie Mais, ist nicht so wichtig, also brauchen wir da nicht so extrem. So, Stroh. Das ist Stroh. So. Da haben sie ihr Stroh. Hier Lufttemperatur schon plus 5 Grad, dann sollte der Schnee relativ schnell weg sein. Anführungszeichen, ne? Jetzt fahren wir zurück. So, das könnten wir eigentlich stehen lassen. Wir fahren das zurück. So, Wasser haben sie bekommen, Futter haben sie bekommen und Stroh. Und Wasser haben sie auch. Kühe sind fertig. Da gibt es ja auch bald eine Möglichkeit zum Füttern. Ist in Arbeit. Wann es rauskommt, weiß ich nicht. Das geht ja automatisch. Ne? Man muss ja nur noch die Staufe-Prinzip zuliefern. Im Grunde brauchen wir dann keine Mischstoffe mehr.
aber mal sehen. Dann könnte man die Kühe in einen großen Stall reinkommen. Vielleicht kommt das auch mit einer neuen Karte, das weiß ich nicht. Dass unsere Kuhställe, die ja fix verbaut sind, dann entsprechend dann auch funktionieren. So, wir bereiten mal vor, düngen. Das heißt, Karte. Wir müssen mal schauen. Und zwar, wir haben ja 12, 60, 38 muss noch ausgesät werden. In dem Falle, da ist Gras drin. Wir könnten oben bei der 47 anfangen. So. Im Wachstum. Gepflanzt. Also 47 und 42 geht nicht. Da ist noch nicht gewachsen. Aber wir könnten bei der 60 anfangen und bei der, dieser vier Felder, also hier 49, 48, 41, 42, 47 müsste man erst im Wachstum kommen. Wenn es gekeimt ist. Ne? So, wir müssen theoretisch die 12 nochmal zusammen düngen, die 60 einmal, also die 4 im Prinzip einmal und da unten im Prinzip dreimal. Also wir haben die 60 hinfahren mit einem Düngerstreuer. Wir haben ja mehrere Traktoren da mit einer Pflegebereifung, logisch. Da haben wir einen kleinen. Die, wo sind die großen? Die gehen dafür nicht. Ich weiß nicht genau, ob das mit Schnee auch geht. Der Traktor hat Winter gut überstanden. Zur Not können wir den Steier dazu nehmen. Ne? Unkraut haben wir noch nicht, aber das werden wir bald merken. Den Traktor natürlich von Futter, den können wir auch noch nehmen. Den werden wir auffüllen. Müssen wir gucken, ob wir noch Dünger kaufen müssen. So, liebe Schauer, das soll es ja auch für heute gewesen sein. Ich sage mal schönen Dank fürs Reinschauen. Und dann mal tschüss. Und ciao, ciao. Bis dann. Ciao.